Was ist Architektur? Also, es gibt ja viele Schlagwörter, aber die meine ich alle nicht, wenn Sie mich fragen, was ist Architektur? Ich möchte es Ihnen fachlich sagen. Architektur ist die Summe aus Form, Funktion und Material. Und die Summe von denen, wenn das gut gemacht wird, entsteht eine gute Architektur. Das ist Architektur. Was kann Architektur? Noch alles eigentlich. Sie kann Menschen beglücken oder sie kann Leute verhindern, ungute Sachen zu machen. Also Architektur ist ja ein Medium mit vielen Einheiten. Da kommt noch viel dazu dann zu den zwei Sachen. Es kommt dazu, also die Form haben wir gesagt, Form und Funktion. Dann kommt noch dazu das Material, woraus das ist, was wir besprechen sollen, Architektur. Ja. Was ist Ihre Position im Diskurs der Architektur? Wie meinen Sie Position? Also wie positionieren Sie sich in der Welt der Architektur? Also ich pflege, die Beichel-Architektur entsteht durch Skizzen und Ideen. Und das entwickelt sich zu einem Bauwerk oder zu einem Entwurf. Und das ist meine Position. Und haben Sie da irgendwelche Referenzen dazu? Also an wen? Also haben Sie dazu Referenzen auch? Was heißt das? Also, dass Sie irgendwie Vorbilder oder so? Naja, Vorbilder. Ich kenne ja viele gute Architekten, die entweder schon tot sind oder mit denen ich in Verbindung war, wie Corbusier zum Beispiel oder viele andere. Und habe natürlich sehr viele Freunde in Amerika und auch in Europa und überhaupt. Ich könnte Ihnen Namen sagen, wenn Sie das haben wollen. Nein, gut. Oder vielleicht, ja, bitte. Ja, es gibt ja sehr viele. Im Norden gibt es ja so viele gute Architekten. Oder gab es einen Architekt, der die Sydney Opera gebaut hat? Der ist schon gestorben, leider. Oder in Amerika ein paar, die zur Postmoderne gehören. Aber ich habe nichts mit Postmoderne am Hut. Ich bin kein Postmoderner und ich will auch keiner sein. Wo würden Sie sie dann einordnen? Klassische Moderne. Und was ist dann Ihre Designmethode? Also wie entwerfen Sie dann Architektur? Mit Skizzen. Jedes Blatt Papier wird beschrieben mit Bleistift oder mit Feder. Und daraus entwickelt sich der Entwurf für ein Gebäude oder für was immer.